Der Garnmarkt in Götzis hat sich in den letzten Jahren zu einem vielfältigen Anziehungspunkt entwickelt. Geschäfte, Wohnungen und Gastronomie, alles ist zu finden und jeder kommt auf seine Kosten. Ein ganz neues Konzept fand nun aber seinen Beginn. Am Samstag, den 8. Februar, wurde das Kulturcafé Schrödingers Katze feierlich eröffnet. Warum dieser Name? Dazu gleich mehr. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Besitzerpaars Jan und Scherife und schon der erste Schritt ins neue Lokal brachte staunende Augen. Klein, aber fein, mit viel Liebe zum Detail und Mut zur Farbe. Schrödingers Katze geht nicht nur mit dem Konzept neue Wege. Als Kulturcafé sollen Kunst, Literatur, Musik und noch vieles mehr Platz finden. Die offizielle Ansprache übernahm der Obmann des Götzner Kulturausschusses, Christoph Kurzemann. Auch er ließ es sich nicht nehmen, mit äußerst literarischen Worten auf das neue Café und natürlich den Namen einzugehen. Es ist natürlich eine sehr reizvolle Location, auch für junge Leute und für Junggebliebene. Und wenn Sie das Konzept durchziehen, wie Sie das vorhaben, wirklich für Künstler eine Plattform zu bieten, sowohl im literarischen als auch im musikalischen und im künstlerischen Bereich, man sieht, die Wände sind noch nicht sehr behängt, dann kann ich mir vorstellen, dass ich öfter hier vorbeischaue. Ja. Wenn die Kulturbühne ein Ort, der eher Hochkultur ist, ist das ein Ort der aktuellen Kunst. Und ich hoffe, dass viele Künstler das auch nützen und hier auftreten. Die Honorare werden nicht berauschend sein, aber ich glaube, das könnte zu einem Platz werden, wo sich wirklich jung und alt trifft und die Kunst blüht. Für die Verantwortlichen am Garnmarkt ist das neue Kulturcafé eine perfekte Ergänzung zu der bestehenden Gastronomie. Neue und innovative Ideen sind hier gern gesehen. Ja, wir haben natürlich eine Riesenfreude, dass wir jetzt einmal ein ganz spezielles Lokal, ein spezielles Café, wo die bestehende Gastronomie hier am Garnmarkt super ergänzt, wo auch jene Leute angesprochen, die vielleicht in den anderen Lokalen nicht so ihr Zuhause finden und hier in Schrödingers Katze als Kulturcafé mit Kleinkunst wirklich ein tolles Zuhause finden. Wir sind auf jeden Fall riesig stolz und haben eine Riesenfreude, dass das Kulturcafé hier am Garnmarkt stattfindet. Wir sind natürlich schon ganz gespannt, was sich da tut in so einem städtischen, urbanen Kulturcafé. Also wir haben am März geaudet, dass die da in Götzis sind. Das ist eine super Ergänzung, denke ich mal, für Jung und Alt. Und man sieht es auch heute, was für ein gemischtes Publikum da ist. Also es ist wirklich toll, dass Schrödingers Katze in Götzis am Garnmarkt so toll präsent ist. Der Start für Schrödingers Katze verlief somit mehr als zufriedenstellend für die Junggastronomen. Die Besucher waren allesamt begeistert von den neuen Ansätzen und dem freundlichen Empfang. Ja, das ist ein kleines Hobby von mir, die Physik. Nicht? Und die Schrödingers Katze, das ist einfach Theorie. Wenn man die Quantenphysik einmal angeht, eine Kläle, und sich dafür eine Kläle interessiert, kommt die Schrödingers Katze ziemlich zu Anfang, weil die Schrödingers Katze das größte eigentlich Problem ist in der Quantenmechanik. Und deswegen fand ich das ein super passender Name. Wir wollten mal etwas anderes einfach machen. Und wie gesagt, in Vorarlberg gibt es das Konzept so nicht. Das ist eher ein großstädtisches Konzept. Und wir wollten dann halt einfach das Konzept am Garnmarkt bringen, weil der Garnmarkt da auch komplett neu ist. Und es einfach für die Leute was bieten, was man halt jetzt nicht für zahlen muss. Sondern wir machen die kleinen Vorarlberger Künstler und die stellen da gratis aus und kommen gratis gespielt. Und die können sich das natürlich gerne anschauen bei uns. Einen ersten künstlerischen Einblick gab es ebenfalls am Eröffnungstag. Einzelne Bilder der jungen Künstlerin Jeanette Koch wurden ausgestellt. Es ist ganz toll. Also ich bin damals da mal vorbeispaziert, wo es noch alles im Rohbau war. Und dann habe ich mit Jan Kontakt aufgenommen. Und ja, so sind wir zusammengekommen. Und ich habe jetzt eine super tolle Möglichkeit gefunden, auch mal in Götzis meine Bilder zum Ausstellen. Und ja, also ganz coole Geschichte. Auch generell das Café, was er vorhat. Mal. Hat mir voll taugt, dass das geklappt hat. Der Abend des Eröffnungstages wurde dann auch noch für eine kleine musikalische Einlage genutzt. Live-Musik soll auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Alles in allem war es ein mehr als gelungener Start für das neue Kulturcafé in Götzis. Und man darf gespannt sein, welche jungen Künstlerinnen und Künstler sich in Zukunft in Schrödingers Katze tummeln werden.